Heute gibt es mal ein ganz privates Video. Heute werdet ihr mein Alter erfahren. Knichel! Hallo ihr Lieben, bald ist es soweit. Der 1.5. ist bald da, Knichel-Feiertag. Ja, da haben viele Leute frei, weil Knichel Geburt gefeiert wird. Ist so einfach. Es gibt Gerüchte, dass es wegen Tag der Arbeit und so, dass es das schon vorher gab, aber hört nicht drauf, das stimmt nicht. Aber Spaß beiseite, jetzt wird's ernst. Immer wieder werde ich von Leuten gefragt, wie alt bist du eigentlich? Und meine Antwort darauf lautet immer, sieht man doch, oder? Mein richtiges Alter lasse ich allerdings eigentlich immer aus der Öffentlichkeit raus. Aber jetzt erreiche ich eine neue Ebene, eine neue Stufe. Und ich denke mir, man muss vielleicht dazu stehen. Obwohl das nur die halbe Wahrheit ist. Denn ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, ich fühle mich wirklich noch nicht so alt, wie ich bin. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich es ausstrahle. Ich kann es nicht sagen. Also ich fühle mich wirklich nicht so alt, wie ich bin. Und ich habe mir überlegt, man kann doch eigentlich zu seinem Alter stehen und trotzdem dazu stehen, dass man sich noch jünger fühlt. Das heißt, sein wirkliches Alter nicht verleugnen. Und deswegen mache ich dieses Video heute, weil ich heute zu meinem Alter stehen werde. Also das Schöne ist wirklich, dass die meisten Leute wirklich alle erschrocken gucken, wenn ich mein wahres Alter verrate. So nach dem Motto, das hätte ich niemals gedacht und so. Das freut mich natürlich. Das ist natürlich in meinem Beruf als Schauspieler auch sehr, sehr sinnvoll. Das bedeutet, ich kann alt aussehen, wenn ich will. So, ne? Zum Beispiel bei Addams Family, als ich meine Haare abgemacht habe, anscheinend sah ich dann auch so alt aus, wie ich bin. Vielleicht sogar noch älter. Ich kann aber auch jünger aussehen. Gut, nicht so jung wie hier auf dem Thumbnail. Da war ich noch 19 zu der Zeit. Auch sehr witzig, das Foto. Okay, damit ihr aber erstmal gedanklich bei mir sein könnt, werde ich jetzt erstmal nicht lange rumbibieren, sondern mein Alter sagen. Ich werde jetzt am 1. Mai 2018 tatsächlich... Das verrate ich euch nach der Werbung. Okay, Leute, der musste sein, tut mir leid, aber ich denke, ihr unterstützt mich auch gerne bei sowas. Nein, ich werde jetzt tatsächlich am 1. Mai 2018, am Knichelfeiertag, werde ich jetzt eine neue Null erreichen. Ja, genau, ich werde jetzt 40 Jahre alt. Wow! Ich kann es wirklich nicht glauben, ich fühle mich, ohne Scheiß, ich fühle mich 10 Jahre jünger, als ich wirklich bin. Hashtag ist so. Das mag daran liegen, dass ich auch wirklich viele Freunde im 20er-Bereich habe und selbst meine letzte Freundin war 15 Jahre jünger als ich. Ich finde das nicht schlimm, ich finde das sogar sehr schön, weil das hält einen selber jung. Und ganz ehrlich, finde mal eine Frau in meinem Alter, die auch so jung geblieben ist. Ich will nicht sagen, dass es das nicht gibt, aber findet mal sowas. Ja, jetzt ist es raus. Ein paar eingefleischte Knichelgucker wussten es natürlich schon. Und gerade Leute, die mich auf Instagram verfolgen und meine Livestreams da, die haben das auch schon mitbekommen. Hallo Eichi. Und jetzt ist es tatsächlich soweit. Ja, ich stehe zu meinem Alter. Ich werde jetzt 40. Ich würde mich natürlich super freuen, wenn ihr in den Knichel-Feiertag reinfeiert und mit euren Freunden anstoßt, dass ihr dann auch ein bisschen an mich denkt. Der arme Tropf, der gerade 40 wird. Ich muss es ganz oft wiederholen, weil ich kann es nicht glauben. Und Scheiß, ich fühle mich, als wenn ich 30 werde. Auch das wiederhole ich gerne nochmal. Ich kann also wirklich diesen Spruch bestätigen, man ist so alt, wie man sich fühlt, zumindest innerlich. Vielleicht auch äußerlich, ich weiß es nicht. Es ändert jedenfalls nichts daran, dass ich innerlich jung bleibe und ich werde auch immer jung bleiben, habe ich beschlossen. Eventuell werde ich übrigens meinen Geburtstag öffentlich irgendwo in Hamburg reinfeiern. Wenn, dann werde ich euch auf Instagram auf dem Laufenden halten. Dann könnt ihr auch gerne dazu kommen. Ansonsten wünsche ich euch, egal wo ihr seid, einen echt tollen Knichelfeiertag. Bis dann, Leute. Wir sehen uns, wenn ich älter bin. Rock'n'Roll.